Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Resurrection. Ich bin's, der Black. Und, ich kann nur nachts schlafen. Ah, ja, weil ich noch keine Fenster drin habe und so weiter, sieht es halt draußen so dunkel aus. Ist es aber gar nicht. Ich habe ja in der letzten Folge die Turtles beauftragt, oder beziehungsweise in einer der letzten Folgen auf jeden Fall. Und, habe damit angefangen, oder wollte damit anfangen, eine Bedbox zu craften, damit wir da einen Elektrolyzer ransetzen können, wie es ja in Feed the Beast Light war. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Gregtek was vereinfacht. Ich brauche diese Bedbox gar nicht. Ich brauche nur den Elektrolyzer. Deswegen gucken wir da rein mal ins Rezept und kümmern uns erstmal darum. Die Turtles selbst sind im Prinzip schon fertig. Ist eine neue Aufnahme. Das heißt, da müssten wir einfach mal hingucken. Aber ich mache erstmal den Elektrolyzer. So, mal gucken, ob wir den irgendwo finden. In den Hedge. Electric Furnace. Nee. Electric Oven. Electrolyzer Advanced will ich nicht, ich will den hier, Basic Electrolyzer, 32 Volt. Da reicht mir erstmal und zwar, jawohl, brauche ich mal wieder so zwei solche elektrische Schaltkreise. Ich brauche Glas, ich brauche eine Maschinenhülle und einmal Tin-Kabel und Goldkabel. Na gut, das sollte nicht das Problem sein, das kriegen wir hin. Also erstmal diese elektrischen Schaltkreise, wie da geht's ja schon wieder los. Die Dinger waren ja sowas von nicht unteuer. So, jetzt ist aber draußen Nacht, deswegen gehe ich jetzt mal schlafen. Oder wisst ihr was? Ich mach's noch besser. Ich hole mir jetzt trotzdem mal von allen Turtles die Erze. Lass die Turtles neu starten, wie spät haben wir's? 17 Uhr, nicht, dass ich wieder um 12 Uhr einen Disconnect erwische. Einen automatischen Serverdown. Wäre ja doof. Was habe ich im Inventar? Im Inventar bin ich relativ leer. Die Tin-Kabel kann ich mal raustun. Das Barit-Zeugs auch, weil das brauche ich momentan nicht. Ich habe übrigens mal nachgeguckt. Auch das Barit-Ohr. Wenn wir das später zu Barit Dust gemacht haben, daraus kriegen wir dann anderes Zeugs wieder. Aber ja, im Elektrolyzer halt, ne? Ebenso. So, gut. Deswegen gehen wir jetzt mal in Richtung Elektrolyzer und gehen aber erstmal uns die ganzen Erze holen. Dann können hier unsere Maschinchen mal ein bisschen arbeiten. Das schadet denen auch nicht. Deshalb hier hin. Am Ende stürzt mir noch das Spiel wieder ab. Nö, okay. Alles gut. Alles gut. Die zwei hatte ich übrigens offscreen noch mit nach Hause genommen. Da waren nämlich auch noch welche drin. Und hier die Turtle. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe das Feld zu groß gesetzt. Habe ich erst hinterher im Rechnen gekriegt. Das heißt, die Turtle, man sieht es auch hier unten, ist noch ein Punkt frei. Die Turtle ist nicht bis auf den Boden. Die dürfte aber theoretisch dieses Stibnit-Ohr, den kompletten Dings, dürfte die mitgenommen haben. Wir haben hier Stibnit-Ohr, genau. Tetrahydrid, Kupfer, Tetrahydrid. Also Kupfer haben wir wieder ein bisschen was. Calciopyrit müsste auch Kupfer sein. Crushed Redstone, Iron Ore, ich nehme erstmal das Zeugs mit. Pile of Redstone brauchen wir jetzt nicht. Da sind die Kisten, die er abgefarmt hat. Gold nehmen wir mit. Magnetit könnte ich da lassen. Vanadium Magnetit könnte ich da lassen. Eisen kann ich mitnehmen. Zink kann ich mitnehmen. Zink kann ich mitnehmen. Alu. Gucken wir mal kurz hier rein. Bekommen wir Mühlstein oder Macerator Dings her. Genau. Und wie bekommen wir ein Slag Furnace? Slag Furnace bekommen wir Aluminium Ingot. Und 40% Stein. 120% Aluminium. Hä? Wie soll das denn gehen? Mehr als 100%ige Chance oder was? Naja, jedenfalls hier haben wir noch den Pulverizer und Aluminium das. Also wir werden das Ding auf jeden Fall in den Pulverizer oder eben in den Macerator zweimal klatschen. Aber ja, alles zu seiner Zeit. Das heißt, das Aluminium können wir auch erstmal da lassen. Und dann gucken wir mal weiter. Soapstone. Lass ich auch mal da. Tank State Ohr. Lass ich auch mal da. Pelandit Ohr. Lass ich auch. Nee, das nehme ich mit. Und mein Schatz, macht mal bitte Türe zu, weil es ist kalt. Amethyst. Kann ich so in den Ofen hauen, muss ich aber mal gucken. Schatz macht immer noch die oh, ich hab's so schlimm. Ah, da kommt Schatz nochmal. Okay, da freut's mich. Schatz ist doch eine gute. Weil die vergisst nämlich ständig hier die Türe aufzumachen. Und wenn sie jetzt im Hintergrund hier bummert und rummert, das liegt daran, dass Schatz schon wieder reinrennt. Ach Mensch. Also, Schatz, ich kann auch sagen, wenn ich kurz mal kurz eine Pause machen soll oder sowas. Ich hab dich nicht verstanden. Ja gut, dann machen wir mal kurz eine Pause, Leute. Ich gehe mal hier zurück und ja, wir sehen uns gleich wieder. Ach, schlimm mit Schatzi, ne? Fängt man gerade die Aufnahme an, 5 Minuten ist man dabei und dann muss man schon wieder pausieren. Aber so ist das halt mit Frauen. Leute, wenn ihr selber mal eine habt oder selber eine seid, werdet ihr das sehen.
Ja, Leute, da bin ich wieder. Tut mir leid. Und ja, ihr kennt das ja. Mädels halt, ne? So, wir werden jetzt mal anfangen, so wie wir anfangen wollten. Nehmen gleich mal das hier, das Amethystohr. Das kommt nämlich direkt rein. Hier drüben, Kupfer kann rein. Tetrahydrid war auch Kupfer, genau. Stibnit ging ja auch, genau. U, Pentalidet, Ledyt ging ebenfalls. Zink sowieso. Gold geht. Iron geht. Calciopyrit geht, Tetrahydrid, Copper, Tetrahydrid und Stibnit. Okay, wir können mal hier reingucken. Oh, da liegt noch ein bisschen was drin, das nehmen wir gleich mal mit raus hier. Weil das muss ja auch alles nochmal durchgewurstet werden. Hopp, und hier hoch. Dip, 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 dip. Hier drüben geht dieses Stäubchen Iron Eisenstaub rein. Pyrit, bla bla la la, das nehmen wir alles mit. So. Außer den Gummi, den brauche ich jetzt nicht durchschmelzen unbedingt. Und Sulfur geht das auch durchzuschmelzen? Nee, Sulfur nicht. Also Sulfur lassen wir mal da. Was mir gerade so einfällt, genau. Sulfur, wo hatte ich denn hier? Nee, das sind die Stäube. Nee, wo habe ich denn die Stäube hingetan? War die hier? Nee. Komm, hier. Geh da rein. Leck mich doch am Arm. So, okay, dann gucken wir mal. Was hatten wir noch nicht gescannt? Das haben wir gescannt. Hier, Iron Dust, weg. So, wenn wir schon dabei sind, machen wir das gleich mit. Copper Dust. Okay. Zink. Ja, ich weiß, ist ein Haufen Arbeit. Aber es zählt nix. Muss halt ein. Und dann den, ja, und mit dem Craften. Schadet auch nicht, wenn wir mal ein bisschen warten. Zinn. Okay. Zinn. Was haben wir hier? Gold. Kling. Blei. Na komm, wieder einsammeln. Genau. So, Certus Quarzdust. Hä? Warum hab ich? Naja, okay. Wird schon seinen Grund haben. So, gucken wir mal. Ja, den können wir wenigstens auch scannen. Lapisdust. Depp. So. Wie gesagt, Certus Quarz, das, ich brauche ja erstmal dieses Charge Certus Quarz, deswegen bauen wir ja am Elektrolyzer. Bis dahin dauert es noch ein bisschen, aber das kriegen wir auch hin. So. Insofern werde ich erstmal hier alles, was hier in Certus Quarz kommt, hier rein. Und ich hatte auch 8 Certus Quarz, das ist Zink. Hier, da müsste er sein, genau. Den schmeißen wir auch mit hier rein, weil den kann ich eh nicht zu Certus Quarz schmilzen. Das Zeug, nee, das jetzt auch nicht. Aber Silber geht, Tin geht. Pentalidüdel geht sicher auch, genau das geht. Kasserit geht. Lapis wird schon wieder schwierig. Lapis. Machen wir mal und sehen, dass das nicht geht. Also geht das mal hier wieder rüber. Dann geht hier Lead geht. Habe ich mal wieder ein bisschen was falsch einsortiert, wie es aussieht. Zink geht. Copper geht. Iron geht. Beziehungsweise ich werde es schon richtig einsortiert haben. Ich habe nur halt, das war solches Crushed Lapis garantiert. Und das habe ich halt mitgenommen. Naja, was soll's. Können wir jetzt auch nicht mehr ändern. So, hier kommt inzwischen Crushed Copper Ore und hier ist Copper Dust. Den lassen wir mal drin, das Crushed Copper Ore. Na komm, kann oben noch mit rein. Und das war, ich guck nochmal hin, ob ich auch wirklich alles raus habe. Ansonsten war das hier im Prinzip Farmingstelle Nummer 1. Wir haben aber noch eine zweite, da müssen wir dann auch noch hin. So, hier hätten wir, naja, Redstone, klar. Wollte ich aber erstmal da lassen und den Rest hatte ich ja auch gesagt, nee, Tetrahydrid, das wollte ich noch mitnehmen. Tungstate, das ging ja nicht, ne? Ja. Okay. Im Prinzip Nickel, das geht noch wieder. Alu, Bauxit. Nee. Gold, das, den können wir mitnehmen. Lithium. Nein. Scheelit. Was sind denn das für Erze hier? Wer denkt sich denn solche Namen aus? So, was haben wir? Oh, hier haben wir auch noch was. Tetrahydrid. Copper. Also an Kupfer wird es, denke ich, erstmal wieder nicht mangeln. Andererseits, das haben wir schon eine Weile mal gedacht. So, Redstone lassen wir erstmal drin. Tin-Ohr nehmen wir mit. Nickel-Ohr nehmen wir mit. Eisen und Pyrit ist auch nochmal Eisen. Okay, die können wir alle nochmal mitnehmen. Zip. Dabei, ja doch, habe ich eh nicht da. Dabei wollte mal ein, wollte ich gerade sagen, kann ich auch genauso gut die Turtle nochmal umsetzen. Die werden wir aber diesmal dann auf 5 runterhauen lassen. Und ich weiß da was, das mache ich dann einfach ja, auf die Schnelle sozusagen nach quer links. Auch wenn wir da quasi gar nicht geguckt haben, was da unten eventuell in dem, im Boden drin ist. Das soll mir aber erstmal egal sein. Wir haben es doch. So, da kommt gar nichts hin.
Das da, 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 da. Und du, du, du. Da haben wir da alle drin. So. Die Maschinen haben jetzt erstmal ordentlich zu tun. Wir müssen die halt bei Gelegenheit mal umbauen zu den High-Pressure-Teilen. Aber alles zu seiner Zeit. Wir gehen nicht zurück. Wir holen uns erstmal ein bisschen Holzkohle. Plüpp. Genau. Wie viel haben wir hier drin? Ah, ein bisschen was. 1, 2, 3, 4, 5. Vier hätten gereicht. Ja, ich weiß. Naja, beim nächsten Mal. Zip, Tür zu. Und wo höre ich hier hin? Genau. Schlag. Gehen wir mal zurück. Und nehmen uns die Turtle, die wir uns natürlich mit irgendwas hier. Komm. Granite. Das Zeug kann ich auch aussortieren. Das Zeug will kein Mensch haben, weil das ja eigentlich einfach hässlich aussieht. Ich mag es nicht. Aber hier zum einfach mal hinsetzen geht's. So. Und den Rest. Weg damit. So. Okay. Axt geht jetzt nicht. Ich nehme mal lieber die Spitzhacke. Sonst verschwindet meine Turtle. Plupp. Und Turtle selbst. So, so. Ich hätte sie auch einfach umfahren lassen können, aber so geht's auch. So, klack. Dann einmal hier. Raffi, 1, 2, 3, 4. Refuel. Ne, nicht Refule. Fuel. Oh. Bam. Chöp, chöp, chöp. Excavate. Diesmal nur 15. Keine Ahnung, was sich, wie gesagt, sich hier unter uns im Boden befindet. Ist mir in dem Moment auch vollkommen Wurst. Ich meine, Platz haben wir erstens genug. Hier, Turtle. Ja, komm. Ist genug drin. Marmor, brüchiger Stein. Weiß gefärbter Ton. Brüchiger Stein, Sand. Den Kies. Komm, den tun wir mal mitnehmen und rausschmeißen. Die Erde lasse ich mal drinne. Erde kann man nicht genug haben. Kann ich ja auch zusammen craften im Notfall. Beim Kies geht das jetzt gerade nicht. So, ansonsten haben wir hier noch genug Platz. Das müsste eigentlich doppelt und dreifach ausreichen. So. Kuh. Du auch noch mit, bitte. Dankeschön. Tschüssi. So. Das haben wir erledigt. War Farmstelle Nummer 1. Fehlt noch Nummer 2. Habe ich nichts mehr zu futtern? Doch, hier. Wo ist es doch? So, euch hatte ich alles gescannt? Ne, dich noch nicht. Komm mal her. Schlurf. Die haben wir. Und jetzt futtern wir was. Und dann gehen wir direkt mal weiter. Höp. Hier. Genau, da rein. Und guck mal, was uns die anderen beiden Turtles so geliefert haben. Ja, voll schlau. Wieder mal verkehrt, aber naja, gut, okay. Können wir wenigstens das Zeug noch abliefern. Und hier mal ein bisschen ordnen. Und wisst ihr was, dann nehme ich auch gleich mal noch je 4 Stacks mit. Damit wir die auch schön fleißig auffüllen können. 1, 2, 3, 4. Man sieht schon ein bisschen, nimmt es hier schon ab im tiefen Speicher, aber Wurst. Können wir ja einfach nochmal anschalten, die Maschine. Oder aber, was wahrscheinlich ist, wir bauen demnächst mal eine neue Farm. Und da wird das dann auch gemacht. So. Bläh. Jetzt aber hier rein. Dankeschön. Aua. Dann gehen wir mal hier rein. Palim, palim, da sind wir. Quarz haben wir da hinten. Hey Leute, alles klar? Na, da hinten, das klingt, das würde ich mir auch gerne mal angucken, aber noch nicht jetzt, noch nicht jetzt. Nee, nee. So. Jo, diese Dinger tun wir erstmal hier. Einfach mal hier rein. Was? 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann nicht zählen. Scheint einfach zu sein. Naja, gut, okay. Black Granit, was haben wir hier Feines? Redstone Lapis. Das kann weg. Erde raus. Ja, auch die werde ich gleich wieder einsammeln. Marmor, komm. So viel brauchen wir nicht, genauso wenig wie Marbel. Das nehme ich einfach mal alles so hier. Und Okay. Hätten wir hier ein bisschen gesorgt. Obsidian, das nehmen wir mal mit. Das könnte man durchaus gebrauchen. Dieses Obsidian ebenfalls. Lapis Nickel nehmen wir mit. Ne, das war Silber, glaube ich. Sulfur lassen wir da. Lapis Ohr, Gold Ohr nehmen wir mit. Ruby ist Wurst. Redstone lassen wir auch erstmal da. Hier hinten ist noch nichts.
Na, da war er aber vorbildlich und habt nicht wirklich viel eingesammelt. So, ein bisschen Koppel haben sie dafür gefunden. Das ist gut, da freue ich mich. Was mich nicht so freut, ist, dass ich jetzt hier vergessen habe, die Dinger mitzunehmen. Ich muss ja das ganze Teil hier wieder verlängern. Ach, Manu. Ja, Leute, oder mache ich das einfach mal in die andere Richtung, dass ich hier mal buddel? Wäre ja auch mal eine Idee. Andererseits komme ich dann wieder schlechter ran. Es sei denn, ich würde mich hier in die Richtung buddeln und so. Aber, nee, wisst ihr was? Ich hole mir mal noch ein paar von den Dingern. Ich schaffe erstmal das Zeugs, was wir da haben, nach Hause. Und hole mir noch ein paar von den Transportrohren. Lülülülü. Ja, wie gesagt, wird alles wieder eine Turtelstartfolge. Aber hey, was muss, das muss. Und wir wollen ja auch ein bisschen zu was kommen. Und da gehört sich's eben auch, dass wir ein bisschen was hinbekommen. Ja. Was wollte ich? Nach Hause. Nach Hause wollte ich. Yep. Okay. Home, sweet home. Obsidian. Alles hier rein. Den Transportrohre. Muss ich mal gucken, ob ich noch welche habe. Nämlich hier hinten drinnen. Nö. Nö. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier gleich gar nicht. Na, wisst ihr was? Eins, zwei. Schlupp. Ich meine, die... das waren ein paar mehr, als ich wollte, aber... ja, gut, okay. Wären ja alle. Wird ja alles alle. Ist ja nicht so, dass wir das komplett, ja, missbrauchen und entbrauchen. Das kommt hier hinten rein erstmal, so. Ein bisschen roten Stein. Ein bisschen Glas. Glas haben wir noch genug. Das dahin. Da, da. Und schon ein, zwei... ja, klar. Höp, höp. Jetzt aber. Ein, zwei, drei. 32 kommen wir erstmal hin. So, einmal hier hin. Zip. Hätte ich gleich das andere. Mache ich gleich. Ich brauche ja noch 2 Stacks, weil ich mich verzählt habe. Oder 3 Stacks. Kohle. Die werden wir uns jetzt eiskalt mal holen. Die Kohle. Und dann sehen wir weiter. Peter. So, 1, 2, 3. Okay. Muss jetzt aber auch reichen. So, hopp, hopp, hopp. Tür zu, Seed. Und jetzt wieder zurück in die Welt. Ich weiß, es ist viel Vorbereitungsarbeit, aber wie gesagt, in der nächsten Folge craften wir wieder, was auch nicht unbedingt immer schön aussieht und so. Aber wird schön. Ich gebe mir Mühe und dann bei Gelegenheit erkunden wir auch mal wieder die Welt, weil ich suche noch was. Ich weiß, dass es der Schuster hat und ich weiß, dass die Dinger selten sind. Ich weiß auch, dass ich die nicht verbrauche. Insofern könnten wir sie ausleihen. Aber ich will sie auch selber finden oder will wenigstens zeigen, wie es gefunden wird. Deswegen, ja, bis wir soweit sind, dauert noch ein bisschen, aber wir kriegen es hin. So, wir nehmen mal das hier mit. Das hier mit. Habe ich irgendwas anderes einstecken? Nein. Deshalb gehen wir mal hier hin. Shadow Iron, das nehme ich mal mit. Das habe ich ganz vergessen. Nee. 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 Hä? Na, Obsidian, genau. Ich baue jetzt da Obsidian drunter. Das wäre es ja auch. Ich habe doch irgendwo... habe ich jetzt alles rausgeknallt? Bin ich doof? Na, wisst ihr was? Dann haben wir hier 8 Eichenholzbretter und hier im Notfall den Red Granit. Den können wir auch noch nehmen. Oder nee, hier haben wir Marmor. Komm, Marmor. Marmor zum Unterbauen. So. Einfach nur, dass die Turtles nicht abstürzen. Weil das wäre dann doch ein bisschen ungünstig. Nennen wir es mal. Vorsichtig. So, so, so. Am besten noch eins mehr. So, so. So. Weil, muss ja nicht sein. Leonardo haben wir. Fehlt noch Michelangelo. Dip, dip, dip. Weil ich will die nicht hinterher rennen. Ich habe ja, wie gesagt, noch immer nichts zum Fliegen. Obwohl das auch eins meiner zukünftigen Projekte sein wird. Fliegen und so. So, das Teil nehmen wir auch noch mit. Plupp. Und nehmen wir jetzt hier. Und verlängern hier einfach mal ein sein Heim hier. So. Zip, zip. Wo ging es denn los? Hier. Zap, zap, zap. Pferdchen im Galopp. Galopp, meine ich. Wobei es mir jetzt relativ wurst ist, ob da unten Obsidian oder Dings entsteht. Also insofern machen wir mal hier die Kiste hin. Dip, dip.
Und werden auch hier wieder einmal hier eine Turtle setzen. Nehmen wir mal Mikkel. Komm, Michel, setz dich mal hin. 1, 2, 3. Hier fehlt noch ein bisschen was. Das holen wir uns jetzt mal eiskalt. Und zwar da hinten. Lalalalalala. So, hopp, hopp, hopp. Alles rein. Hier habe ich was vergessen. Ich sehe es. Keine Sorge, hab's gesehen. Die Kiste überfüllt sich nicht, weil ich ein Rindvieh bin, sondern weil ich es gerade noch rechtzeitig bemerkt habe. Ist alles gut. Kiste ist angeschlossen. Dip. Refuel. All. Bim. Oh, war schon fast voll. Okay. Excavate. 15. Bams. So, theoretisch müsste das jetzt auch in die andere Richtung 15 sein. Weil die andere hatten wir mit 12 und genau dort gegenüber gesetzt. Oh, ne? No. Go back. So. Schlupp. Dann 1, 2, 3, 4. Refuel all. Bumm. Excavate. Und nochmal. 15. Schlimm. So, viel Spaß. Ich muss los. Der Chunkloader, muss ich mal kurz gucken. Zeigelaser. Wie weit geht der? Ich glaube, den möchte ich nochmal ein klein wenig nach oben schrauben. 4 Chunks, 49. Und geht's vorbei? Ja, das reicht auf jeden Fall. Einerseits muss ja hinten das Lagersystem drin sein. Und andererseits das andere. Und dadurch, dass ich doch die Serverlast doch nicht regeneriert. Runtergeschraubt habe, dadurch, dass ich Hustas Chunkloader deaktiviert habe, beziehungsweise abgebaut und bei ihm in die Kiste geschmissen. Ist alles gut, denke ich mal, hoffe ich mal. So, und hier dürfte nicht mehr so viel passieren. Wir gehen mal hier in die Kiste. Gute Nacht. So, einmal hier hin. Einmal dahin. Wunderbarin. Und da wir schon mal da sind, können wir auch gleich mal schlafen gehen. Und ich würde sagen, beenden hier auch die Folge. In der nächsten Folge, da geht's dann endlich weiter mit dem, mit den Anfängen des ME-Systems. Wie gesagt, wenn ich da irgendwo Fehler mache, bitte könnt mich darauf hinweisen, nicht flamen oder sowas in der Art. Das ist das erste Mal, dass ich sowas baue. Insofern, also nicht jammern. So, bis denn, Leute. Tschüss.